Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanunkur und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie oft sagst du zu etwas Ja, meinst aber Nein? Wie oft lächelst du, obwohl dir zum Weinen zumute ist? Wie oft schweigst du, obwohl du am liebsten deine Wahrheit laut hinausschreien würdest? Wie oft versteckst du dein wahres Ich Bin hinter deinem angepassten Ich Bin? Zu oft? Dann ist es vermutlich an der Zeit, zu dir zu schauen. An der Zeit, dir die Erlaubnis zu geben, wieder dein wahres Ich Bin zu leben und deine Grenzen zu ziehen. Deinen Raum so zu definieren, dass du dich sicher und geborgen darin fühlst. Dass du deinen Raum, den du für dich brauchst, klar spürst und auch klar definieren kannst. So, dass es für andere gar nicht mehr möglich ist, deine Grenzen zu überschreiten, wenn du das nicht möchtest. Gleich zu Beginn kann ich dir sagen, dass gesunde Grenzen zu ziehen nicht bedeutet, Mauern zu errichten. Oftmals wird Grenzen ziehen nämlich missverstanden und wir glauben, Grenzen nur dann ziehen zu können, wenn wir alles abblocken, was wir nicht möchten. Anderen das Nein laut vor den Kopf zu knallen oder unsere Ellbogen auszufahren. Ja, solche Grenzen können dann tatsächlich schnell zu Mauern werden. Und an Mauern ist zwar gut, dass die anderen nicht mehr ungefragt reinkommen können, aber ein großer Nachteil an Mauern ist, dass wir selbst nicht mehr raussehen können bzw. selbst nicht mehr rausgehen können. Es geht also darum, die eigenen Bedürfnisse zu kennen, um gesunde Grenzen ziehen zu können. Dazu dürfen wir wieder herausfinden, wer wir wirklich sind und beginnen, achtsam wahrzunehmen, wann wir aus der Angst heraus handeln oder tatsächlich aus unserem freien Willen. Aus der Angst handelst du immer dann, wenn du etwas machst, um zu. Diese zwei Worte sind ein ganz gutes Indiz dafür, wenn etwas im Außen mit deiner Handlung gekoppelt ist. Also du sagst zum Beispiel dann ja, um den anderen nicht vor den Kopf zu stoßen, um jemand anderen nicht zu enttäuschen oder um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um nicht verlassen zu werden. Und wenn du dir jetzt denkst, aber es steckt doch immer ein um zu dahinter, dann hast du natürlich recht. Aber das um zu, das dich dorthin führt, wo du sein möchtest, ist doch nicht das Problem. Ein Problem ist es nur dann, wenn es dir eben nicht dient, sondern eine Angst in dir nährt. Daher ist es ein weiterer wichtiger Faktor, immer auch auf der körperlichen Ebene nachzuspüren, denn unser Körper verrät uns recht viel. Immer wenn es eng wird, wenn sich zum Beispiel dein Bauch zusammenzieht, sich deine Kehle zuschnürt oder sich auf eine andere Art und Weise sich bei dir ein unangenehmes Körpergefühl bemerkbar macht, dann handelst du meist gegen dich. Ja, und ich weiß, auch das kann manchmal trügerisch sein, denn wenn wir sehr lange angepasst sind, ist der Unterschied nicht immer so einfach zu unterscheiden, ob es sich jetzt um eine wahre Angst handelt oder wir aus unserem angepassten Ich heraus handeln. Deshalb ist es auch so wichtig, das immer wieder zu üben, wieder ein Gespür für den eigenen Körper zu bekommen. Hilfreich kann es dabei auch sein, sich mit der Vorstellung zu verbinden, wie du dich fühlst, wenn du ganz in deiner Kraft bist. Wenn du wie durch ein Wunder auf einmal alle Fähigkeiten und Ressourcen besitzt und diese ganz selbstverständlich für dich nützt, du deine Grenzen ganz klar ziehst und kennst und so selbstbestimmt lebst.
Du musst dazu jetzt gar nicht wissen, wie das dann genau aussieht, sondern dich einfach mal mit diesem Gefühl verbinden, wenn es ganz selbstverständlich ist, dein Leben so zu leben, wie es dir entspricht. Und dann schaust du wieder, wie dieses Gefühl, diese Selbstbestimmtheit, diese Klarheit, diese Kraft sich in deinem Körper anfühlt. Bei manchen wird der Brustraum weich und offen, bei anderen ist es wieder ein entspannendes, ausdehnendes Gefühl im Bauch. Vielleicht löst sich bei dir eine Anspannung im Nacken oder den Schultern oder dein Kopf wird auf einmal ganz leicht und offen. Aber am besten, du spürst da selber hinein. Und genau dieses Körpergefühl ist es auch, das dir dann anzeigt, hier fühle ich mich wohl, hier spüre ich mein wahres Ich bin. Nimm dir da wirklich die Zeit und spüre immer wieder in deinen Körper hinein. Denn dass wir unsere Grenzen nicht von heute auf morgen so einfach ziehen können, ist klar. Es ist ein Prozess. Wir haben ja schließlich uns meist schon recht früh angepasst und gelernt, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Daher ist es auch so wichtig, in einem ersten Schritt zu verstehen, weswegen wir gewisse Dinge tun oder eben nicht so gut Nein sagen können. Wir tun das nicht, weil wir so geboren wurden, sondern weil wir uns sicher und beschützt fühlen wollen, weil wir geliebt werden wollen. Und das ist eines unserer Grundbedürfnisse, wenn wir auf diese Welt kommen. Denn als Kinder sind wir tatsächlich auf die Liebe angewiesen, sonst überleben wir nicht. Also werden wir ganz automatisch alles dafür tun, um geliebt zu werden. Und das ist einerseits unglaublich klug, dass wir das als Kinder machen. Andererseits, wenn wir das als Erwachsene fortsetzen, wird sich das eines Tages nicht mehr für uns ausgehen. Denn wenn wir erwachsen sind und Verantwortung für uns und unsere Gedanken, Gefühle und Entscheidungen übernehmen können, ist es fatal, wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht kennen. Denn das, was wir eigentlich verhindern wollen, geschieht genau dann. Wir fühlen uns nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, ja mitunter auch nicht geliebt. Daher ist Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst, sprich gut auf dich zu achten, so wichtig, um dein Leben erfüllt leben zu können. Ich finde hier den Vergleich mit einem Haus auch ganz schön, denn du möchtest ja auch nicht in einem Haus leben, das keine Türen hat und wo es durchzieht, jeder reinkommen kann, weil der Zaun niedergetrampelt ist oder es gar keinen gibt. Wo jeder jede Zeit ungefragt mittendrin stehen kann und du keine Möglichkeit hast, die Türen oder Fenster zu schließen bzw. dich zurückzuziehen und zu entscheiden, wen du gerne um dich und mit dir haben möchtest und vor allem wann und wie lange. Du darfst wieder selbstbestimmt agieren, dir dein Haus so einrichten, wie es dir entspricht. Du musst weder ständig für jeden da sein, noch dich so verbarrikadieren, dass du selbst nicht mehr hinaussiehst. Gestalte dein Haus so, dass du dich sicher fühlst, dass du weiterhin kommunizieren kannst und Ja sagen kannst, wenn du Ja meinst und Nein sagst, wenn du Nein meinst. Und wenn du merkst, dass es dir nicht immer gelingt, dann nutze deinen Vorgarten. Der steht symbolisch dafür, dass du einen Raum dazwischen hast. Einen Raum, der dir erlaubt zu entscheiden. Indem du eine freie Wahl hast, indem du dich bewusst dazu entscheiden kannst, raus aus dem Automatismus zu treten und indem du bewusst dir erlauben kannst, Ja zu sagen, obwohl du vielleicht manchmal auch Nein meinst, weil es dir vielleicht gerade im Moment noch sicherer erscheint. Es dir vielleicht anders noch nicht möglich ist oder du eben jemanden anderen bewusst durch dein Ja eine Freude machen möchtest. Und triffst du dieses Ja bewusst, dann achtest du ebenso deine Grenzen, denn du hast deine freie Wahl genutzt. Schritt für Schritt.
Und solange du deine Grenzen nicht kennst und ziehst, können sie die anderen auch nicht sehen. Ganz im Gegenteil. Oftmals trägst du dann auch noch Dinge mit, die dir gar nicht gehören, weil die Türen offen sind und dies eine wunderbare Einladung ist, etwas bei dir abzustellen. Was auch immer es ist, weswegen dir Nein sagen nicht so gut gelingt. Achte darauf, dass du dein Haus wieder sicher für dich machst und Türen und Fenster einbaust, die du öffnen und schließen kannst, wann immer du das willst. Dass du deinen Garten liebevoll gestaltest, einen Zaun darum baust, der dich hinaussehen lässt, der dir aber auch deinen Raum schenkt, an dem andere ganz selbstverständlich stehen bleiben, ihn respektieren, weil sie deine Grenze klar sehen können und fragen, bevor sie eintreten. Da Grenzen zu ziehen auch immer bedeutet, aus der eigenen Komfortzone hinauszugehen, gibt es jetzt von mir noch 5 wertvolle Tipps, die dir dabei helfen sollen, deine Bedürfnisse wahr und vor allem auch ernst zu nehmen. Meinen ersten Tipp kannst du schon vorbeugend umsetzen, denn meist werden wir von den Situationen, in denen wir Ja sagen, aber Nein meinen, ja überrumpelt und wir stellen erst im Nachhinein fest, dass wir zu schnell Ja zu etwas gesagt haben, das wir eigentlich gar nicht wollten. Schreib dir dazu einmal auf, in welchen Situationen und bei welchen Personen es dir bereits gut gelingt, Grenzen zu setzen. Wann und wo fällt es dir leicht, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst und Ja, wenn du Ja meinst? Und dann schreibe dir auch auf, weswegen es dir gerade da leicht fällt, deine Grenzen zu wahren. Deine Antworten können dir dann als Ressource dienen für jene Situationen und Menschen, bei denen es dir noch nicht so einfach gelingt. Mein zweiter Tipp: Formuliere immer in der Ich-Form, denn es geht ja auch um deine Grenzen. Also du sagst dann zum Beispiel, ich kann diesmal nicht, aber ich hoffe, du findest eine gute Lösung für dich. In der Ich-Form stößt du niemanden vor den Kopf, du machst niemanden verantwortlich, ganz im Gegenteil, du agierst selbstbestimmt. Dritter Tipp: Verzichte auf Rechtfertigungen, weswegen du gerade nicht kannst. Du kannst sehr wohl dein Mitgefühl ausdrücken, wie schon vorhin erwähnt, wenn du sagst, ich wünsche, du findest dafür eine gute Lösung. Ich fühle, dass das nicht leicht ist, aber diesmal kann ich nicht. Oder wie auch immer du dein Mitgefühl ausdrücken möchtest. Denke immer daran. Du machst nichts Falsches, wenn du Nein sagst, wenn du auch Nein meinst. Denn dann achtest du gut für dich. Und das hat etwas mit Selbstverantwortung und Selbstfürsorge zu tun. Und wenn du dir das erlaubst, wird ein Nein eines anderen dich auch nicht mehr verletzen, denn du wirst es auch ihm oder ihr zugestehen. Mein vierter Tipp ist, sollte bei dir jetzt schlechtes Gewissen hochkommen, weil du glaubst, jemanden im Stich gelassen zu haben, jemanden vor den Kopf gestoßen zu haben, oder es kommen Gefühle wie Verlustangst hoch, weil du das jetzt nicht gemacht hast, deshalb ist der oder die jetzt gegangen, beziehungsweise wendet sich von mir ab. Dann verbinde dich voller Mitgefühl mit dir. Denn dann kommt meist ein alter Schmerz hoch, der noch gesehen und geheilt werden will. Und last but not least, Tipp Nummer 5, mach dir noch einmal bewusst, dass nur wenn du dich achtest, du deine Grenzen kennst und diese wahrst, es auch alle anderen tun können. Gebe dir selbst ab heute das Commitment, gut für dich zu sorgen. Erlaube dir ab heute Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Und dazu kannst du dich auch jeden Morgen mit folgendem Satz verbinden. Ab heute übernehme ich Verantwortung für meine Gedanken, Gefühle und Entscheidungen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen und freue mich natürlich, wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilst oder mir auch eine Bewertung auf iTunes oder Spotify für meinen Podcast hinterlässt.
Weitere Inspirationen findest du wie immer auf meinen Social Media Kanälen und natürlich auch auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com. Schön, dass du auch heute mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Pass gut auf dich auf, bleib gesund, alles Liebe, deine Margrit.